Okay, er macht mich einfach so Schnitzelein. Oh Gott! Oh, what the fuck? Oh Gott! Scheiße! Mein Inventar! Fotze! So, jetzt stirbt einfach! Er ist instant gestorben! Ist ja richtig fort. Oh nein, ich so, super, dass wir einen Taser im Wasser schießen. Oh ja, Taser im Wasser. Oder? Ja, jetzt ist er tot. Wir nehmen das. Alles klar. Gratis wird genommen. Beim geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Alter, hier will ich eigentlich auch nichts rein, wenn ich alt bin. Hier rechts ist sowas. So nah am Bildschirm, weil ich nichts kenne. Das ist ja nichts Neues, Roman. Es ist zu dunkel. Hallo? Ich suche einen Shotgun, die ich an meinem Bruder austesten will. Gott, da läuft irgendwas. Ja, oh mein Gott, Digga. Das ist sowas Größeres. Genau. Wartet, Junge, wartet. Ich möchte den Flair runterwerfen, das sieht cool aus. Er wirft mal einen Flair runter. Das sieht richtig cool aus, wir aufpassen. Da schwimmt ein Hai. Was? Oh mein Gott, du hast recht. Da ist ein Hai, das war nichts, was rumläuft. Da schwimmt ein fucking Hai. Was? Das ist ja übel geil. Das ist doch Bullshit, was macht ein Hai in der Höhle? LOL. Guckt euch diesen Wichser an. Oh weißt mein du, Gott! Taser den Hai! Tauchausrüstung. Taser den Hai! Wir müssen den Hai killen und die weiterkommen wahrscheinlich. Bester Spawn? Hier liegt Zeug zum Essen. Ach, das ist so Militäressen. Ah! Das, was die in den Tüten immer mitnehmen. Ist ja auch, ne? Das Essen war. Tasert jetzt nochmal einer den Hai? Warte, ich muss nachhaben, ich tether den. Ja, oder schwarze Granate rein. Schluck Strom! Oh mein Gott, yo! Oh. Der Wichser! Jungs, wir tasern einfach alle auf ihn. Der ist safe, weil ich tot, Junge. Aber jetzt ist er irgendwie wieder heil. Meint ihr nicht mit Steinen abwerfen? Mit so kleinen Steinen. Geh raus aus dem Wasser. Steinigen Foxe, wie in Brownlow. Jungs, soll ich mal ins Wasser springen? Ja, lass alle mit der Axt draufgehen. What the fuck, Alter? Das war ein Headshot, Mann. Davon fand der auch nichts. Ja, okay, Jungs, ich geh rein. Oh, guck mal wieder raus! Was denn gerade? Digga, ich treff keinen einzigen Schuss. Oh, sorry. Arme Hai. Ja, einmal du a swim. Digga, hab die ganze weggetasert. Scheiße. Granate. Hast du dich auf Durchstand reingeworfen? Funktioniert nicht, die geht runter. Ich hab keine Munition mehr, ich bin out of ammo. Ich hab einen Molotow gebaut. Fürs Wasser. Die wird nicht viel brennen. Doch, lass ihn in seiner Illusion. Der? Ja. Er schwimmt durch den Stein durch! Das wird nichts. Wie macht man denn den Speer? Gefährlicher Speer. Messer und Stoff. Aber man macht mit dem Messer den Speer. Oh Gott. Ja, der stirbt safe irgendwann. Ja, nee, ich glaub nicht, weil guck mal, Digga, der wird die ganze Zeit wieder nicht gut. Ich. Das Recall ist geheilt. Er wird die ganze Zeit wieder nicht blutig. Oh, ich würde sagen, Stay hat ultra Regeneration. Oh, hier liegen Beine! Stark! Nice! Nein, what the fuck? Ja, warum ist das direkt? Du musst das mal in den Arm werfen. Warte, hast du mal einen Arm hinwerfen? Was die Dominanz? Weißt du? Nein, reingefallen! Alter, Ruben hat einen Stein gegessen. Ein Bein gegessen. Ich wollte den aufsammeln, wer ist das einfach? Alter, können wir Charakter tauschen? Ich habe irgendwie eine Psyche bekommen. Oh, hier liegt dran. Drei tot? Nein, das stimmt doch. Lass sie mal ein Bein zum Fraß werfen. Aber er greift halt auch nicht an, der Hai. Are you sure about that? Ich glaube, hier unten muss man einfach weiter tauchen. Ja, aber dann wahrscheinlich so tauchen, dass er nicht angefangen, weißt du? Dass man nicht nur in der Nähe ist. Im Wasser. Ich sehe den aber nicht. Mach die Augen auf.
aufs Maul. Das ist doch schon 2 cm vor seinem Bildschirm, wir sind E-Sportler und sieht wieder nichts. Gut, ich würde sagen, wir gehen da oben jetzt links lang. Da oben links? Ja, da gab es noch einen Abzweiger. Ja, merken wir uns das einfach, kommen wir später mal wieder. Oh, wir kommen gar nicht mehr hoch. Oh, perfekt. Da. Schön. Wie ist der? Einfach hochspringen. Ne? Guck mal, du hast die Ausrüstung an. Ich weiß. Ja, dumm. Wieso? Dumm. Weil aus dem Quell Luft. Weil der Körper verschwindet. Oh, sorry. Schöner, Alter. Alter, wenn die linke Maustaste einmal kurz drückt, habt ihr auch irgendwie so einen Konterschlag. Dann pariert ihr wahrscheinlich. Und da kann man nicht zusammenschlagen. Wahrscheinlich sind die dann kurz betäubt. Geht so gar nicht mehr. Sons of the Forest ist einfach ein RPG geworden. Dann lass jetzt Maus wieder rausgehen. Wir haben ja doch hier alles. Das ist absolut Kelvin. Die gucken, wie viele Stöcker Kelvin sind. Oh ja. Wenn er nicht in der Hütte aus Stöckern steht. Ja, hier dann töten wir ihn. Was? Da waren wir doch schon. Da sind wir schon lang. Okay. Ja, ja, ja. Stardy, das ist das, was man da wahrscheinlich tauchen muss, haben wir alles davon. Aber wir haben doch jetzt die Tauchausrüstung. Ja, das ist ja hell. Genau und? Der Hell wird doch bestimmt auch noch in 300 Spielstunden rumspringen. Ja, doch, ja, das machen wir. Wir kommen wieder zurück, wenn wir die 9 mm haben. Hier bin ich runtergefallen. Hier war ich in irgendeinem Kokon und bin dann runtergefallen. Okay. Und wenn man stirbt, ist genau unter dir dein ganzer Loot dann. Stirbt? Ja. Oh. Also der Loot ist dann bei dir. Okay. Und man spawnt halt in der Höhle so mehr am Anfang. Du Scheiße, ist Nacht draußen? Es sieht ziemlich dunkel aus. Das sieht gar nicht. Ich sehe aber Kelvins Licht dahin. Kelvin! Als ob der Affe sammelt immer nur. Ja. Lass doch mal, Mensch, der ist einfach stolz. Alter, es ist komplett dunkel, ich sehe gar nichts, wenn ich in die Richtung. Guck zum Wald hin. Der hat einen Stock übersehen. Kelvin, du fucking Moron. Mir geht's nicht mehr gut. Ist der jetzt auch noch blind oder was? Ey, es ist so dunkel. Dunkel. Wie baut man eigentlich Sachen? Ja, genau. Mach das Handbuch. Ist das, hab ich. Ihr müsst in euer Inventar gehen. Da müsst ihr diese komische Plane wählen, falls ihr eine habt. Da müsst ihr die auf den Boden legen. Hat jemand die Plane? Plane? Also der komische Metallplane und sowas. Das Baum hier. Nee. Wenn ihr euer GPS, also die Map, aufmacht, dann sieht man so, geht man 3 Ausrufezeichen. Ja, das. Ja, ja. Das ist unser Ziel. Wir sollen ja die verschiedenen Armeegruppen, glaube ich, finden. Wir kommen. Nein, eigentlich ja die Milliardäre. Wer möchte mal einen Patscher auf den Kopf kriegen? Ich bin stolz auf dich, Patscher. Nee, ich kann verzichten. Kann mal jemand Lagerfeuer bauen oder so? Ach, ich kann es versuchen, okay, eins zu bauen. Ich check das Buch nicht. Wir können auch unseren Dude hier beauftragen, dass er uns eins baut. Stimmt. Ah, ja. Stimmt. Das können wir auch machen. Ihm einfach sagen, er soll was bauen. Dann müssen wir das nicht machen. Ah, der kann, glaube ich, nichts so Ausgeprägtes machen. Versorgung, Unterkunft. Der kann auch bestimmt ein Boot bauen. Boot, chill nicht, Digga. Der baut dir gleich eine Yacht. Kommt mit, Jungs. Wir gehen zu den Typen. Kann auch bestimmt. Also, Schritt 1, Schritt 2, Schritt. Ich check das nicht ganz mit diesen Schritten. Ich auch. Wir bauen. Nicht. Okay, Jungs, wir haben jetzt schon Besucher am Strand. Was? Ja, bei mir hinten und bei Kelvin. Dann komm doch zu uns. Warte. Stock. Boom. Ja, da hat einer. Läuft einer mit einem Kopflampe. Kopflampe. Oh shit. Oh mein Gott, der pariert diese dumme Hure. Ich pariere. Lol, der kommt, sieht. Ja, kommt her. Greif da an, greif da an, hä? Aua, interessiert. Der sieht aus wie die aus Green Hell. Kommt her, ich hab hier. Alter, Feuer. Der macht mich komplett fertig. Er brennt doch nicht. Kommt zu meinem Feuer. Er fährt einfach ab mit seiner Riesenbirne. Was ist mit dir los? Ja, okay, nee, scheiß auf den hässlichen Huren so und ich hab keinen Bock mehr. Scheiß auf das Game. Schlag ihn von hinten. Alle, komm zum Feuer. Komm zum Feuer. Oh mein Gott, der hat voll einen Nacken bekommen. Was ist Kelvin denn da hinten, Junge? Was ist mit dem Typen? Sehe ich dir. Der lockt, der Kelvin lockt einen her. Ja, nee, Kelvin hat gerade noch unser Leben gerettet. Meinst du nicht? Halt die Fresse. What the fuck? Wie schreit denn da? Da hinten steht einer. Komm schnell!
Kann ich die Kopflampe haben? Wäre super hilfreich. Boah, Alter, das sieht ja richtig ausgeprägt aus. Ich pack mal ein bisschen was drauf, ja, ein Fisch und ein dreimal. Da kommt einer, der Kompass. Lock doch nicht alles zu. Ah, ich hab Kevin geholt. Schön braten? Nein. Man muss das halt wirklich das alles Kevin. Selber machen. Also, die Instructions sagen das an. Man muss halt wirklich einen Stock in die Hand nehmen und den auf den Boden legen und zerbrechen. Echt jetzt? Ja, ja, du nimmst ihn so in die Hand und wenn du Alter, auf den Boden. Guck mal, wie der verbrennt! Das wenn ist du auf den Boden guckst, siehst du dann so ein Symbol und dann. Holy shit! Der hat einen Stock in der Hand, einen Knochen. Ja, Jungs, der pariert auch was, Junge. Der macht euch komplett fertig. Der war ja easy. Fuck, ich glaube, ich habe Menschenfleisch gegessen. Alter, ich bin todmüde, Ja, wir müssen ein Haus bauen. Ich bin todmüde und ich verdurste gleich. Okay, warte mal. Ja, same hier drüben. Was glaube ich, ist so Militäressen. Okay, Energy füllt auch Müdigkeit auf. Hier, warte, lass mal das hier bauen. Jagdunterstand. Was genau ist das? Das ist ein großes Ding, Alter. Energy Drink trinken. Wir zahlen in Zweiermannschaften. Der Polen, die sagt, er soll einen Unterschlupf bauen. Ah, guck mal, er hat die Plane. Ja, okay, dann können wir das machen. Warte, er macht das. Was ist das? Ich hab Kevin gesagt, er soll einen Unterschlupf bauen. So. Okay. Lol, Kelvin! Du geile Sau! Baba, Alter. Gut, schlaf gut. Können wir hier schlafen? Gute Nacht. Ah, ja. Er setzt sich einfach hin. Kelvin legt sich erstmal hin. Er ist die Ruhe in Person. Und ich speichere mal kurz. Alter, Speicher geht ja hardcore schnell. Jetzt gehen sogar gar nicht so viel Speicher. Ja, Digga, da steht nicht mehr das Spiel. Und endlich steht nicht mehr das Spiel retten, Alter, ich bin stolz. Bin sad. Guckt euch diese verbrannten Knochen an. War das an. Beste Feature von The Forest. Okay, vielleicht habe ich Kelvin falsch eingeschätzt. Vielleicht ist der Junge doch ein guter. Kelvin ist Babamann. Leute, man kann es einreißen, jemand draufspringt. Ich liebe die Physik in dem Game. Wie geil. Was? Man kann dieses Haus einreißen, wenn man draufspringt. Wow. Echt? Mal nochmal, bau es nochmal auf. Ja, warte. Ich brauch's gleich Stöcker. Übrigens, du musst halt, also Feuer. Müsst ihr da hin? Wenn ihr den Stock nimmt und auf den Boden guckt, dann könnt ihr den da so zerbrechen und Feuer machen. Also man muss das wirklich so mit Hand machen, das meiste Zeug. Okay, warte. Du musst jetzt schon hinten draufspringen. Lel. Dann lass mal jetzt ein bisschen erkunden. Oh mein Gott, du ziehst beim ins Wasser gehende Bahn hinter dir her. Ja, guck mal. Okay, dann. Voll cool. LOL! Deswegen leckt mein PC gerade so. Okay, krass. Das ist ja übelst geil. Ja, ich hab ihn nicht. Wollen wir dann jetzt abholen? Ich bin am Verhungern, by the way. Das ist cool. Ich weiß nicht, am Verhungern? Ja. Hat man irgendwie wieder so ein Tablett zum Sachen geben oder kann man die diesmal einfach zu kaufen? Warte, ich esse gerade was. Nein, man muss Ding gehen und E gedrückt halten. Also von mir aus können wir erkunden gehen, wenn ihr wollt. Ah, ja, okay, ich check das. Ja, dann lasst erkunden gehen. Ich hab Kelvin gesagt, dass ihr mir folgen könntet sind. Ihr vielleicht mir mal eine Medizin geben? Ich bin komplett im Arsch. Dieser Typ mit dem... Ich hab keine Medizin. Sieht so affig aus, die der Typ rennt. Schade, okay. Wirklich, dieser Typ mit dem Stock, der hat mich auch komplett fertig gemacht. Deswegen habe ich auch Er hat eine kugelsichere Weste an. Ja, Mensch, was ist das? Nee, kugelsicher, das müssen wir überprüfen. Holt den Teller. Also, das werde ich überprüfen. Macht der denn da hinten? Nimmt auch immer erst krank. Okay. Wir brauchen einen Platz, einen Lagerplatz oder so. Ich kann nicht oft genug sagen, wie gesagt, ich diese spielen soll. Es sieht so gut aus vor allem. Ah, der Jungs, die überall heilig werden. Schmecken lassen. Jo. Diesen Weg, diesen Trampelfahrt. Alter, wie viel der gerade die Beere in der Hand genommen hat und einfach so hingeschnitzt hat. Alter, ist das schön, einfach diesen Pfad entlang zu gehen. Das ist fast so geil wie im echten Leben wandern. Habe ich recht, Jungs? Habe ich recht? Das wandern. In den Steinen. Wir sollten wirklich mal einfach zu viert wandern gehen. Wandern. Und dann verlaufen wir uns und sterben. Und dann im Wald übernachten. The Forest in real life. Ja, lass das mal machen. Wir suchen die Mutanten. Dann müssen wir dann dokumentieren. Wenn wir irgendeinem Wanderer begegnen, müssen wir ihn fragen. Verzeihung, wissen Sie, wo die Mutanten sind? Wenn wir das machen, enden wir so wie die beiden hier. Oh Leute, hier ist einer. Oh. Da drüben. Was macht er?
Was macht er? Den Boden. Er fickt den Boden. Können wir den mal kurz angucken, ohne ihn anzugreifen? Ist da irgendwie ein Loch im Stein oder so? Oder was macht der da? Das ist Gollum. Das ist wirklich Gollum. Zeig uns, wo dein Schatz ist. Los! Zeig uns, wo dein Schatz... Oh, da oben auf dem Baum. Nee, da komme ich nicht hoch. Lass die Baum fällen, wenn er da hochklettert. Alter Schwede. Hier ist noch einer im Busch. Ein Buschcamper. Ah nee, das war Fiete, den ich gerade habe. Ist da oben, den fällig um den Schaltbaum. Alles klar, ja, für den Baum. Das ist runtergesprungen. Ja, wie geil das auch. Was macht Kelvin? Kelvin rennt weg. Was? Wohin rennt er denn, ey? Kelvin ist weggerannt. Alter, ist der gerade vom Baum runtergefallen und hat sich die Beine gebrochen? Er ist vom Baum runtergesprungen und ich habe ihm die Beine abgeschlagen. Ja, weil der Kelvin nimmt immer einen komplizierten Weg. Ach, ich komm mal den direkt. Schön. Ey, wie geil das aussieht, wenn man einfach nur in diese Richtung... Das ist Wallpaper-Shit. Richtig geil. Das sieht schon sick aus, ja. Muss die 9 mm. Generell, das Game an sich ist einfach... Aber lass mal so in den Wald reingehen. Also. Und diese Fußstapfen wenn den Sand... Stimmt, oder ja. Oder wir gucken auf der Karte und folgen so ein Ding, weil... Guck mal, hier vorne im Wald ist so ein aber Punkt. Aber wollen wir das Story jetzt schon so krass folgen und wollen nicht erstmal mal ein schönes Haus bauen an der Stelle? Ja, aber hier ist nicht mal so ein lilaner Punkt, ist einfach so ein grüner auf meiner Map. Ja, den habe ich auch schon gesehen, ja. Ich würde das einfach mal auschecken. Oh, hier sind Heidelbeeren wieder. Ja, ich esse mal die. Ich weiß gar nicht, was man essen kann. Warte, hier hinten ist ein Fluss und den kann man doch bestimmt trinken. Die Heidelbeeren bringen gar nichts. Ja, das muss man ja abkochen. Man kann doch aus Flüssen trinken, ja. Das muss man aber safe abkochen, sonst kriegst du wieder so irgendwie Dämme. Nein, Mann, einfach trinken. Gut los. Da läuft wieder ein Typ lang. Gollum kommt wieder. Geil. Unten. Aber bis jetzt sind die noch relativ friedlich. Wir hätten sie halt einfach nur nicht direkt angreifen sollen. Ja, es war in der Höhle. Ich denke, in der Höhle juckt das nicht so. Alter, der hat Angst hier, unser E-Boy. Der E-Boy. Kommt der? Warte, ich sag Kelvin, was er machen soll. Lass doch einfach mal den Fluss hochlaufen. Da ist ein Gegner, sagt er. Das ist eine gute Idee. Lass wirklich mal den Fluss hochgehen. Ja, auf Fluss ich endet doch. Sieht man auf der Map schon wieder Ende. Oh, Buhu. Oh, er guckt nur auf die Karte, der Wichser. Die Map ist mein bester Freund. Das Ding ist, da oben im Wald ist halt so ein grüner Punkt auf der Map. Lol, die haben Töpfe und sowas. Kann ich das kaputt machen? Ich kann mein fucking Inventar nicht öffnen. I. Digga, rum, halt einfach am Maul. Ich hab's auf Tab gelegt. Ich finde Tab ist eine viel bessere Taste fürs Inventar. Hier ist jemand. Ein Troller. Die ist bei mir. Hier ist ein Troller. Hier ist ein Kühe. Hier ist ein Kerl. Kühe? Von links kommt auch noch einer. Links von hier. Rechts. Oh, da oben ist ein Lager. Wo? Jo, da oben das Lager auslöschen. Siehst du, Roman hatte recht. Folg einfach dem Wasser. What the fuck ist das? Lass das Lager auslöschen, Junge. Was ist das? Der spielt Musik, Alter. Ich nicht. Der hat eine Rote, Alter. Der ist creepy. Oh mein Gott, das ist eine Waffe. Yo. Oh. Warum setzt dich erstmal auf deinen Bein? Wir sind hier für Frieden, okay? Kannst du nicht verstehen. Oh Gott, ich hab Angst. Oh mein Gott. Oh Gott. Nein, der kann es nicht verstehen. Bring den um, Alter. Ich kann mein Inventar nicht öffnen. Ich kann keine Waffe aus. Der macht mich einfach so Schnitzelei. Oh Gott. Oh, what the fuck? Oh Gott. Scheiße. Mein Inventar. Ja, ich kann mein fucking Inventar nicht erkennen. Alter, Jungs. Alter, ich liebe euch. Sofort weg davon, dem. Alter, die haben Waffen in der Hand. Oh mein Gott! Was macht er denn mit diesem fucking Stock? Nimm doch mal diesen Stock aus der Hand. Der Typ guckt mich an, oder? Ja, aber Surprise! Alter, nimm doch mal diesen fucking Stock aus der Hand! Lass den du töten. Den dicken? Ja, und die? Ich taser den hinter und... Hinter dir, Roman! Schieß mit dem Taser drauf und dann geht ihr alle ran. Oh mein Gott, ja, das ist smart. Oder eine Granate draufschmeißen. Ja, er ist das Duck, wirf eine Granate dahin. Ich zeig dem Wichser mal, was Zivilisation taser, ist. Nee, nein, schreib mal auf Granate, lass mal Taser machen, komm. Och meine Fresse, Junge, ich kann diesen fucking Stock nicht aus der Hand nehmen.
Ja, Junge, der ist komplett weg, Junge. Hat's den weggeschallert, den dummen Wichser. Oh mein Gott! Was ist eigentlich irgendwie gut, oder? Ich hab gesagt, ach man, du hättest spannend machen können. So ein Fettsack, Alter. Alter, PUV, der droppt schon mal seine Waffe. So, das ist jetzt mein Schwertfessel hier. Oh, ich hab so eine Plane gefunden. Ja, wie, guck aus welchen Innereien das alles gemacht wurde, dieser Stuhl. Was hast du gefunden? Denkt ihr, dass das wirklich komplett ausgelöscht ist? Plane. Das ist ganz schön grotesk. Leute, guckt euch mal den Stuhl an. Ja, der ist aus richtig viel Innereien gemacht. Siehst du, wo drauf du sitzt mit deinen Arschbacken? Auf dem Arschbacken. Auf Arschbacken. Geil. Aber Martin ist auch ein Rentner. Was? Martin ist aber auch so ein Rentner. Warum, das noch so ein Buch? Warum gibt das Spiel mir eigentlich den Rentner zu spielen? Das ist doch schon wieder Mobbing. Oh, ich habe ihm seinen Arm abgehackt. Aber endlich kann mein Inventar wieder öffnen. Ne? Den Traum nehme ich mit. Meine. Ist das auf der Map sowas machen? Wo ist meine Dings eigentlich jetzt hin? Ich hatte doch gar nicht mehr, ja. Dann lass jetzt das wieder da. Hier ist eine Anspielung an Corona. Corona? Hier ist eine aufgespießte Fledermaus. Die essen Fledermäuse und dann bricht Corona aus. Ach, das ist noch nicht bei der Regel, Corona ist. Mit Sicherheit. Ist das nicht eins der Spiele, die sich verschoben haben aufgrund von Corona? Was ist das eigentlich? Ist das ein Motor von... Das ist ein Motor von einem Boot! Ja, das ist ein Motor von so einem Boot. Den hat er einfach eiskalt in die Hand genommen und damit rumgeschmissen. Da kommt noch einer. Shades of Killer. Texas Killer. Da drüben war gerade noch einer. Alter, ich hab Pfeile gebaut. Ich zerstöre mal deren Kultur. Ein Bogen. Na, hast du das gesehen? Das machen wir mit deinem ganzen... Aua. Dann lass mal weitergehen. Hättest du mit deinem weitergehen, lass doch mal ein bisschen entspannen. Headshot. Ja, for real. Echt mal rum. Das ist ja einfach. Das ist ein Er will die ganze Welt gleich erkunden. Entspann dich mal. Die haben Lederbeutel fallen lassen. Was krieg ich aus dem Lederbeutel? Ich kann den Lederbeutel öffnen. Was ist da drin? Alter, Epic Lootbox. Epic Lootbox. Ich hab Schneebären. Okay. Darf die Lootboxen droppen? Die Lootboxen sind übrigens jetzt aus Menschenfleisch gefertigt. Was sind die Lootboxen? Overwatch-Lootboxen.